Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche gerade mit Herrn Sven. Ja, hier ist Herr Sven. Und wer sind Sie? Hören Sie mich? Ich kann Sie hören, ja. Können Sie mich hören? Ich glaube, die Verbindung ist ganz, ganz schlecht. Ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Sie haben gerade bei uns. Sie rufen an von der Ölplattform? Zum Investieren mit uns. Sie sind von der Ölplattform? Genau, das geht über Ihre Handelskonten. Rufen Sie aus dem Mittelmeer an oder aus der Arktis? Von der Verbindung her könnte beides der Fall sein. Wie habe ich gesagt, Sie haben gerade bei uns registriert. Ja. Das geht über Ihre Handelskonten. Es geht über mein Handelskonto, genau. Können Sie mir da helfen? Ich habe es nicht verstanden. Ja, sicher. Ich kann Sie helfen, ja. Haben Sie vielleicht Erfahrung? Haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Das erste Mal. Erstes Mal. Und darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 43. Wie alt sind Sie? 43 sind Sie. Ach, okay. Sie auch? Freut Was mich. Was ist Ihre Muttersprache? Ha? Hebräisch. Was? Hebräisch. Okay. Ja. Und bei Ihnen? Ja, was ich sehe, Sie haben bei uns Interesse gezeigt über unsere automatischen Optionen. Haben Sie schon gesehen, wie alles funktioniert bei uns? Ja, ich habe gesehen, aber ich habe nicht verstanden. Können Sie Erklärung machen? Genau, darum habe ich mich gemeldet. Was haben Sie nicht verstanden? Was möchten Sie genau wissen? Ich möchte Geld verdienen. 300 Shekel. Okay. Wir haben Sie gesehen in dem Werbung für diese automatischen Optionen. Brauchen Sie nicht unbedingt Erfahrung, ja? Ja. Weil alles läuft automatisch. Diese Software wird für Sie skaniert, die Finanzmarkt, und wird für Sie finden die bessere Opportunität. Was ist eine Opportunität? Im Moment an den Finanzmarkt. Was bedeutet Opportunität? Ich kenne das Wort nicht. Kennen Sie das nicht? Von wie lange sind Sie in Deutschland? Ich wohne in Deutschland seit 23 Jahren. Von 23 Jahren? Und wissen Sie nicht, was Opportunität bedeutet? Nein. Sind Sie rassistisch? Ja, ich werde Sie dann erklären. Wie habe ich gesagt, diese Software werde für Sie skanieren, die Finanzmarkt, und werde für Sie die bessere Option zum Finden, ja? Mit welcher können Sie starten zum Investieren? Ja, die beste Option für dich wäre Freilandhaltung bei strömendem Regen. Oder? Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sicher. Haben Sie richtig verstanden, ja. Und wie viel Geld kann man bei Sie verdienen? Bei eines Jahr? Das kommt darauf an, wie Sie Finanzmarkt in dem Moment. Können Sie nicht für Sie sagen, genau wie viel können Sie Profite machen? Ja, aber kann man Geld verdienen? Ja, 240 Euro können Sie nicht morgen. Schrei nicht nur ins Telefon, sein, ja? Sonst mache ich das auch. Bitte? Du sollst nicht so ins Telefon schreien. Oi weh. Ich schreie nicht, ich spreche ganz normal. Ja, dann nimm das Mikrofon aus dem Mund, die schmecken doch nicht gut. Okay. Oh, ist das jetzt Enttäuschung? Wenn du den Geschmack magst, will ich es dir nicht ausreden, aber es ist nicht gesund, auf ein Mikrofon herumzukauen, da gehen die Zähne kaputt. Echt? Ja. Haben Sie Lust am Spaß? Ja? Was hab ich? Haben Sie Lust auf Spaß? Wir können gerne, wenn Sie möchten, ein bisschen Witze erzählen. Echt? Genau darum habe ich Sie angerufen. Ein bisschen Witz zum Hören. Ein bisschen Witze machen und ein bisschen Geld verdienen. Können Sie mir ein gutes Witz von Bitcoin erzählen? Okay. Ich werde für Sie eine sagen. Einen schönen guten Tag dann. Was ist der Unterschied zwischen einem DAX und einem Bitcoin-Betrüger? Der Bitcoin-Betrüger kann nicht eigenes Essen finden und nicht ein Haus bauen. Der DAX kann das. Ja, wer ist da? Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Aaron White. Ich rufe Sie von Alpha Plus an. Wie geht's Ihnen? Ah, bestens. Und selber? Ja, mir geht es gut. Dankeschön. Das ist sehr schön. Kann ich fragen? Ja, es ist auch. Also, danke. Ja, gerne. Sehr gerne, ja.
Sie auch. Freut ja, mich sehr, gut, zu kennenlernen. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. Also ja. Kann ich weitermachen? Was denn? Ja, ich wollte... Hallo? Kann sie nicht mehr hören? Entschuldigung, Entschuldigung, da war ein Problem mit der Leitung. Ach so, ich dachte schon, Telefon ist kaputt. Ja, ich dachte das auch, aber jetzt ist es besser. Was möchten Sie denn? Ich wollte eigentlich mit Ihnen sprechen. Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Nein, noch überhaupt nicht. Noch überhaupt? Nein, ich habe nur gelesen und ich möchte das ausprobieren. Bitte. Kann ich fragen, was haben Sie gelesen über Online-Trading? Also welche Forex, Aktien, Stocks? Also Aktien kenne ich, aber das andere, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Sehr interessant finde ich das mit Bitcoin und so. Das klingt sehr gut. Ach so, mit Bitcoin. Haben Sie von Kryptowährungen gelesen? Ja, so ein bisschen. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Was haben Sie da gelesen? Weil ich habe selber nicht viel Information über Bitcoin eigentlich. Ach so, Können Sie mich erklären? Was haben Sie denn für Produkte? Ich habe über Immobilien Informationen. Über welche? Immobilien. Ja, aber was für Immobilien? Also ich kann Ihnen zum Beispiel ein Haus verkaufen. Das ist auch nicht verkehrt. Wo ist das Haus und wie groß ist das? Also es geht um die Preise von Häusern und von Ländern. Von Ländern? Sie handeln mit Ländereien? Ja, also zum Beispiel, wenn Sie ein Haus suchen wollen, also zum Kaufen oder zum Renten, dann können Sie mit mir sprechen. Gut. Dann ja, lass mich sagen, gut, ich suche auch gerne. Mazel Tov, ich suche ein kleines Insel. Haben Sie ein kleines Insel? Kleines Insel, ja. Ja? Ja, haben wir. So, Dänemark, ja, Schweden, Norwegen. Das wäre toll. Norwegen. Ja, also darf ich mal einen Moment auf die Finanzabteilung sprechen und fragen, ob wir eine haben? Ja, bitte. Ich werde warten. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Können Sie mich hören? Ja, natürlich. Okay, also, ich habe mit der Finanzabteilung gesprochen und die haben mich gesagt, dass im Lagerhaus da gibt eine. Also mit Lagerhaus meine ich auf das System, okay? Verstehen Sie mich nicht falsch. Nein, ich suche kein Lagerhaus, ich suche eine Insel. Nee. Im Lagerhaus haben wir ein Insel, meine ich. Aber Lagerhaus ist das System, wo wir schreiben, was für Informationen oder was haben wir zu verkaufen. Ach also so. Nicht ein physisches Lagerhaus, meine ich. Ach so, das ist gut. Weil Sie können dann nicht, ist, ein, ja, Sie dann können ist nicht ja eine Insel an Lagerhaus haben. Man kann ein Lagerhaus auf einer Insel haben, aber ich will so Survival-Challenge so, auf nee. Die Insel machen. Meinen Sie, Spielzeuginsel? Bauen. Weil ich als Spielzeuginsel, ja, das habe ich für meine Kinder. Nein, nicht Lego, nicht Playmobil. Will ich echt die Insel haben? Also, okay. Wie viel wollen Sie also bezahlen für eine Insel? Ah, es wäre ein schlechter Schachzug, zuerst einen Preis zu nennen, wenn ich noch gar nicht weiß, was hat das Insel? Also, wir haben eine Insel für 9 Millionen Euro, das ist das Leichteste. Wo ist diese Insel? Diese Insel ist eigentlich in Norwegen. Wo denn? Kann ich bei Google Maps gucken? Ja, in Stockholm. In Stockholm? Ja, okay, genau. Ja, soll ich Ihnen, Moment, ich gebe Ihnen die Adresse. Ja, hat das Insel eine Adresse? Ein Briefkasten? Oi weh.
Okay, ich gebe Ihnen das Code, wo Sie in Google Maps sehen können. Okay, es ist ein Code. Ja, bitte. Ein Moment. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Wir haben eine sehr schlechte... Ja, schrei doch nicht so ins Telefon. Können Sie mich hören? Ich höre nur Rauschen. Oi wei. Wir haben eine schlechte... Ja, du hast ein schlechtes Headset aus dem Euroshop. Nochmal bitte? Nochmal bitte? Ich sage... Hallo? Das kann ja nichts werden. Du willst Immobilien und Grundstücke für 9 Millionen verkaufen, aber hast Technik aus Napoleons Zeiten. Das kann doch nicht funktionieren. Was ein Trottel. Mio Hiroshima? Rufst du vom U-Boot an oder von wo bist du? Ich rufe von der Schweiz an. Von der Schweiz, direkt von den Alpen oben, oder warum hast du so schlechte Verbindung? Wir benutzen eine Applikation, damit die Anrufe für Sie kostenlos werden. Boah, also wie der Ben Schott, der im Markitschut. Hast du das verstanden? Wie bitte? Der im Markitschut. Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Indisch? Balakampur India. Sie kommen aus Indien? Ich komme von Aber Indien. Hier ist Mio Hiroshima, vielleicht von Japan. Ja, hi. Aus Japan zu hey, ich komme von Japan und ich werde Sie? Deinen Kopf abschneiden. Hi. Mhm. Meine Aufgabe ist, Sie zu informieren. Deine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass du nicht durch deine Dummheit plötzlich aufhörst zu atmen. Scheiße, wo haben die dich schon wieder eingefangen? Das ist unglaublich. Du bist auf den Bock gespannt. Deine Aufgabe? Können wir verabschieden, ja? Ah, das scheiß Betrüger packt das. Ja. Die werden jeden Tag dümmer. Wie die Zombies ist das. Wie bitte? Du bist eine Dumm. Und wer sind Sie? Ich bin Boris Jelzin. Können Sie mir es nachweisen, ja? Ja, klar, klar. Beweisen? Ich ein Foto schicken per E-Mail. Okay. Wo bist du zur Schule gegangen, Devoschka? Wo bist du zur Schule gegangen? Ich bin nicht Devoschka. Ja, und auch nicht zur Schule gegangen. Ich weiß, deswegen sage ich es ja. Sprechen Sie Russisch? Niet. Kann ich schnell nicht. Worum es geht? Warum Sie sagen über die Schule? Was weil meinen du, Sie? Weil du blöde bist. Du kannst keinen Satz geradeaus sprechen. Lies nur von irgendeinem Zettel vor, den du irgendwo auf der Bahnhoftoilette gefunden hast. Denkst du, du bist Finanzberater? Scheiße, wegen sowas lasse ich meine Nudeln kalt werden. Die Beraterin von... Das Einzige, was du beraten kannst, ist eine Horde Meerschweinchen, ob sie Karotten beraten. Oder Äpfel essen. Beratungsunternehmen. Aha. Erzähl Macht weiter. Macht es Ihnen Spaß, mit mir zu sprechen? Nö, überhaupt nicht. Ich finde das als sehr langweilig und belästigend. Ich esse nebenher meine Nudeln weiter, bis langweilig. Du was Interessantes Warum sein. Sie sprechen mit mir weiter dann? Weißt du, weil du noch nicht aufgelegt hast. Ist das für Sie interessant? Du bist live auf YouTube übrigens, falls dich das interessiert. Nein. Oh, gut. Möchtest du auch Nudeln? Hallo. Ja, ich esse nebenher. Sie essen. Ja, möchtest du auch Spaghetti? Spaghetti, okay. Ja, in der mit japanischem Namen, der Spaghetti isst und Russisch spricht. Das ist doch die perfekte Beschreibung, oder? Sprechen Sie Russisch? Kann ich nicht. Ja, ich kann auch auf Russisch sprechen. Will ich aber nicht. Das verstehen dann die Zuschauer nicht. Wie bitte? Du musst das Telefon richtig ans Ohr halten. Dann kannst du vielleicht auch was verstehen.
Vorausgesetzt, du kennst die Worte. Vielleicht muss man richtig aussprechen, damit ich verstehen konnte, ja? Also über Aussprache anderer Leute solltest du dich genauso wenig aufregen wie ein Astronaut über fehlende Schwerkraft. Das macht Ihnen Spaß, sehe ich. Das macht mir einen Riesenspaß. Also eigentlich, wenn ich intelligente Konversationspartner habe, ist das manchmal richtig lustig. Aber warum? Ja, aber ihr warum Finanzfreaks, sprechen Sie dann weiter mit mir? Meine Aufgabe ist, Sie nur beraten, wenn Sie... Was willst du mich denn beraten? Hast du irgendwas studiert? Hast du irgendwas gelernt, das dich zu dieser Aufgabe befähigt? Oder hast du irgendwie so eine Woche Schulung gemacht und darfst dich jetzt beraten? Gib mir Geld. Und Ihre Entscheidung? Дай мне биткоин, пожалуйста. Я могу дать вам биткоин. Я могу помочь вам открыть. А, scheiß Kriminalist, Mist. Konto. Иди нахуй, блядь. Вам того же самого. Алло? Mein Name ist Rakesh, ich bin von Indien. Also, die kannst du wirklich nur verarschen, diese Bitcoin-Leute, mit denen kriegst du im April 2023 kein Gespräch mehr hin. Die sind alle so dermaßen dumm, das taugt nur für Kurzanrufe. Sorry, Leute. Schon sag hier, ist Kerstin Weber vom Finanzmarkt. Kerstin Weber? Ich hab gesehen. Herr Hans, mein Name ist Kerstin. G-String? Hallo. Kerstin. Ja, Kerstin? Kastriert? Kerstin. Bist du kastriert? Ja, was möchtest du bitte? Herr Hans, okay. Ich habe gesehen, dass Sie ein Konto bei uns angelegt haben auf der Plattform. Ja, es geht um Ihr Handelskonto. Was? Ich habe dein Konto nicht angelegt. Ich bin das nicht gewesen. Ein Konto ist kein Lollipop, right? Aber warum sehe ich das also drauf auf meinem Bildschirm Ihren Namen, Nachname, E-Mail und Ihre Nummer? Wegen den Meerschweinchen. Kann man bei dir Geldverdienung machen? Herr Hans, es geht ja um Geld zu verdienen. Und aber Sie haben momentan kein aktives Konto. Deswegen habe ich mit Ihnen kontaktiert. Ja, kannst du Konto wir aktiv machen, weil du musst die Geld brauchen, sonst die Abschiebung machen. Wie bitte? Abschiebung machen. Du musst sie zurück nach Indien. Herr Hans, ich interpretiere du Hans ist der Vorname. Bei uns in Deutschland spricht man Menschen mit dem Nachnamen an. Herr Hans, so. Sie wissen etwas über Beträge, ja, oder? Haben Sie schon eine Erfahrung davon? Wer hat sich betragen? Beträge für die Aktivierung des Kontos. Ja, kannst du Aktivation Durchführung machen? Sie können die Aktivation selber durchführen, wissen Sie? Ja, wie soll ich das machen? Moment, Auffanglager 2023, ja, @gmail.com, so lautet Ihre E-Mail. Ja, das hast du sehr schön vorgelesen, kriegst du ein Fleischstern bei dem Trottel. Moment, right? Moment. Es lautet, es ist Ihre E-Mail-Adresse, ja oder nein? Ja, ja, meine E-Mail. Meine E-Mail. Okay, sehr gut. Machen wir so. Es geht mit einigen Beträgen. Mit 250 Euro, mit 500, mit 1000 und noch mehr. Sie wählen einen Betrag, nur einen aber, ja? Und ja. So aktivieren wir zusammen Ihr Konto. Oder Sie machen sich von Ihrer Seite das. Ich schicke den Link, ja, ja. Also eine richtige Plattform. Hör mal, Matsch, was würdest du sagen, lassen, wenn ich gebe dir 100 indische Rupie? Hallo? Ich habe nicht mitbekommen, was Sie sagen. 100 indische Rupie, das ist Gegenwert von einem Schachtel Streichhölzer, right? Möchtest du Herr haben? Herr Hans, sagen Sie mir konkret, gib dir ein bisschen Trinkgeld, du schaffst ja nicht. Du hast ja keine Arbeit und das ist der Sitzer. Wie bitte? Hallo? Hey, hier ist Dimitri, wer bist du? Oh Gott, ich habe gesagt, mein Name ist Katrin Weber. Katrin Weber, du kannst den Namen doch nicht mal aussprechen, Zuckerbelehrt. Bist du so dumm auf die Welt gekommen oder hast du dir das erarbeiten müssen? Wer sind Sie denn?
Lisa Neuer ist am Apparat. Guten Morgen. Ich melde mich bezüglich Ihrer Registrierung für den Online-Handel, das Sie gemacht haben. Ah, super. Sie sind ja sehr schnell. Das ist ja ein paar Minuten erst her. Also in meinem System kann ich sehen, dass Sie vor einer halben Stunde eine Registrierung gemacht haben. Genau, ich möchte mir das gerne mal angucken. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und wollte mich da mal informieren. Ich finde das schon ganz lange interessant, aber habe bisher keine Zeit gehabt, mal da so ein bisschen zu lesen und so. Also, wenn Sie mir ein paar Minuten Zeit geben, ich kann Ihnen gerne alles über uns weiter erklären, wie das alles weitergeht und funktioniert bei uns und welche Möglichkeiten haben. Oh, das ist nett. Dann können Sie natürlich selber entscheiden, ob Sie mit uns weiterarbeiten wollen oder nicht. Ist das okay für Sie? Das ist klasse. Vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit für nehmen. Ich bin hier bei uns ein Kontomanager, wissen Sie, und das ist eben auch mein Job. Ach so. Sagen Sie, genau. Sagen Sie mir bitte nur erstmal, wenn Sie sich erinnern können, wo haben Sie unsere Reklame gesehen? Wie sind Sie auf uns gestoßen? War das Facebook, YouTube, Google Nachrichten oder eine andere Seite? Das war bei Facebook drin. Da gab es so Gruppen und da war das verlinkt. Mhm. Ich habe da mal so ein bisschen gelesen. Ich verstehe. Also war das eine Empfehlung von einem Freund über Facebook oder Sie sind zufällig auf uns gestoßen? Nee, das war so eine Anzeige, da stand auch drauf, eine für dich Anzeige. Empfohlen, stand da drüber. Also so ein Werbeding wahrscheinlich. Ich verstehe. Und sagen Sie mir bitte auch, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich bis jetzt? Nee, überhaupt noch gar nicht. Ich bin blutiger Anfänger, aber total interessiert, das mal auszuprobieren. Ah, ich verstehe. Also kompletter Neuling in dieser Branche, stimmt. Ja, also ich habe ein bisschen was gelesen und so ein paar Videos geguckt, aber ich habe das selber noch nicht gemacht, nein. Ich verstehe. Also erstmal nun, dass Sie wissen, viele unserer Klienten sind Anfänger, deshalb ist die Plattform sehr anfängerfreundlich. Oh toll. Und die Plattform können Sie auch auf Deutsch übersetzen, in dem Fall, dass Sie nicht so perfekt mit Englisch sind. Das ist gut, ich kann kein Englisch. Also es kann auch alles auf Deutsch sein, wenn es so für Sie leichter ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann so ein paar Hello und Goodbye und sowas, aber das hilft ja nicht bei. Das ist ja bestimmt schwieriger so vom Level her. Natürlich. Und ich hoffe, das haben Sie auch gelesen. Sie haben bei uns die Option, mit einem automatischen System zu arbeiten, also mit einem Autotrader. Und Sie bekommen, ja, das habe ich gelesen. Und da muss ich dann gar nichts selber machen? Oder wie ist das? Genau, also das System macht alles für Sie. Aber Sie können auch alles natürlich transparent mitverfolgen, was das System für Sie macht und wie sich das alles entwickelt. Ach so, das ist quasi wie so der Autopilot beim Zug oder so. Man stellt ein, was man haben möchte und dann kann man dazu gucken. Genau, Sie können auch alles transparent mitverfolgen über die Plattform. Und bei uns bekommen Sie dazu auch einen Broker, also einen Spezialisten, der das alles für Sie bedient. Aber ich dachte, das geht automatisch. Genau. Ein System macht alles für Sie, aber Sie bekommen eine spezielle Hilfe, eine Person, an die Sie sich immer später wenden können. Ach so. In dem Fall, dass Sie Fragen haben oder ganz einfach nur irgendetwas auf der Plattform nicht verstehen. Ach so, da gibt es auch nochmal den richtigen Menschen, mit dem man dann sprechen kann. Genau. Sind Sie das dann? Also ich bin hier nur ein Kontomanager, aber Sie bekommen einen Anruf von einem richtigen Spezialisten, einem richtigen Broker, von meinem Kollegen. Eine kurze Frage. Wir haben hier bei uns auch eine Altersgrenze. Wie alt sind Sie, wenn es kein Geheimnis ist? Wie war das? Ich habe das nie. Was haben Sie? Eine Alltagsgrenze? Eine Altersgrenze. Ach so. Wie alt sind Sie, wenn es kein Geheimnis ist? Nein, das ist kein Geheimnis. Ich bin 27. 27, ja. Ich verstehe. Und sind Sie momentan berufstätig? Ja. Ich verstehe. Also, wir können es so machen. Ich kann Ihnen mehrere Informationen über Ihre E-Mail senden. Sie können sich alles in Ruhe durchlesen und dann, wenn Sie bereit sind, mit einer minimalen Summe zu starten, wenn Sie sich entscheiden, Sie können meine E-Mail zurückschreiben, ich werde mich noch einmal bei Ihnen melden. Ist das okay für Sie? Also eigentlich können wir das gleich fertig machen. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage schon ziemlich viel gelesen, dass das halt auch, dass das halt auch ein kleines Risiko dabei ist, dass man halt auch was verlieren kann. Mir geht's jetzt eigentlich nur noch darum, wo ich rein investieren soll. Also ich finde ja hier diese Dogecoin und Bitcoin finde ich ja ganz interessant. Aber jetzt ist ja momentan auch wegen dem Krieg sind ja auch Rohstoffe ganz wichtig. Blöd. Ich sollte nicht so seriös klingen, dann reden die nicht mit mir. Okay, ein Kurzanruf für die nächste Kai-Uwe Meier-Compilation. Wenn ihr das Ding hier hört, hat es in die Compilation geschafft. Und von diesen Kurzanrufsammlungen gibt es auch eine ganze Playlist. Die ist hier unten mit verlinkt. Da könnt ihr nochmal reingucken, wenn es euch gefällt. Glocke, Daumen, was drunter schreiben. Dann mag YouTube mich vielleicht ein bisschen mehr und wir wachsen zusammen. Vielen Dank. Jemand.
Ein Jahr lang von Royal Wien Lotto Club. Mit Herr von Rudersdorf spreche ich, ja? Der ist am Telefon. Was kann ich tun für Sie? Royal Wien Lotto Club. Es geht um Gewinnspiel, Lottospiel. Sind Sie Herr Hans von Rudersdorf? Das sagte ich bereits, ja. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. Sie haben Ihr aktives Gewinnspiel noch nicht gekündigt. War das mit Absicht oder haben Sie es vergessen zu kündigen, ja? Ich fürchte, dass ich das vergessen habe. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wenn Sie mich so direkt fragen. Ja. Ihr Spiel hat sich ja nun verlängert auf die kostenpflichtigen 12 Monate. Wenn Sie sagen, Sie haben es vergessen, Sie möchten die 12 Monate nicht weiterspielen und zahlen, haben Sie ja das Recht auf Kostenminderung mit 3 Monaten vorzeitig auszusteigen, ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, um welches Gewinnspiel das geht. Sind Sie vom Parkplatz Club Hamburg? Sind Sie nicht? Nein. Nein, staatliche Lotterie, Royal Wien Lotto Club, wir sind eine Spielgemeinschaft. Wann habe ich mich da denn angemeldet? Können Sie mir das sagen? Letztes Jahr November. Das ist schlecht. November, Dezember haben Sie ja die Chance gehabt, 1 Monat kostenlos mitzumachen. Und dabei haben Sie wahrscheinlich die AGBs nicht beachtet, dass Sie auch schriftlich kündigen sollten, falls Sie nicht kostenpflichtig weiterspielen und zahlen möchten. Ne? Das ist in der Tat schlecht. Ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, nun haben Sie ja das Recht mit den 3 Monaten. Wir sind dazu verpflichtet, Sie darüber zu informieren, wie Sie weitermachen möchten, ob Sie Ihr Recht in Anspruch nehmen möchten. Falls es der Fall ist, kann ich Ihnen das kurz bearbeiten und Ihnen erklären, wie es abläuft. Ja. Sie würden es dann auch schriftlich bekommen. Ich werde Ihnen auch genau sagen, wann Sie kündigen sollten, damit Sie die Frist diesmal auch nicht verpassen. Ja? Ich mache mir mal eben hier den Notizblock auf, damit das diesmal auch funktioniert. So, jetzt sagen Sie, was war das Lotto? Was war das für eine Firma Lotto? Royal Wien Lotto Club. Wie schreibt man das? Royal. Also wie dieses Hundefutter. Royal, ja. Royal Win Lotto. Ja, ja. Und da habe ich mich wann angemeldet und zu wann muss ich kündigen? Letztes Jahr. Also, Sie würden dann mitspielen April, Mai, Juni und spätestens 2 Wochen vor Spielende am 15. Juni. Notieren Sie bitte, sollten Sie uns per E-Mail oder per Post kündigen, dass wir Sie rausnehmen können, werden Sie auch eine Kündigungsbestätigung von uns erhalten dann auch. Also ich spiele jetzt seit November mit und wir haben jetzt Februar und ich würde dann April, Mai und Juni spielen. Wo bleiben denn die Monate, die dazwischen liegen? Wo ist der März und der Februar? Wenn ich schon eine Mitgliedschaft bei Ihnen habe, dann wäre da ja eine Unterbrechung drin. Sie haben ja einen Monat haben Sie kostenlos mitgespielt. Also Dezember haben Sie kostenlos mitgespielt, Januar, Februar spielen Sie ja nicht mit. Und wir haben jetzt gestoppt und gewartet, bis Sie da reagiert haben, weil da nichts kam. Melden wir uns jetzt nochmals bei Ihnen. Und jetzt für die Mindestlaufzeit fängt die Spielperiode halt im April an. Ah, Sie erklären mir die nächste Periode, ich verstehe. Gut, dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Ach, und das ist ja wirklich schade. Das würden Sie auch in den nächsten 2-3 Tagen auch von mir schriftlich bekommen, wahrscheinlich Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche. Und ich werde Ihnen auch erklären, wann Sie, Sie haben auch keine Arbeit. Wir kontrollieren dann für Sie jeden Monat die Zahlungen, Ziehungen, überweisen Ihre Gewinne auf Ihr Konto. Die Unterlagen bekommen Sie an die Hindenburgstraße 49 in Bayreuth. Ist noch aktuell, ne? Das ist korrekt. Was wird denn da verlost bei Ihnen? Ich kenne das ja gar nicht. Lottospiel, ganz normal staatliche Lotterie. Sie spielen ja mit maximal an Zahlen, was an Spielmöglichkeiten gibt. In der Woche mit 198 gewinnoptimierten Tippreihen beim Deutschen Lotto 6 aus 49. Was ist denn eine gewinnoptimierte Tippreihe? Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne mich da gar nicht aus. Staatliche Lotterie halt, es sind fixiert auf Gewinne, die gewinnoptimierten Tippreihen, ne? Und da haben Sie sehr hohe Gewinnchancen damit. Ach, das bedeutet das. Ja, für die Mindestlaufzeit bekommen Sie ja auch Gewinngarantie und Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, Sie werden auf jeden Fall Gewinne erzielen. Falls Sie denn noch nichts gewinnen sollten, bekommen Sie einen Einsatz, die 69 Euro zurückerstattet dann auch. Also Sie können dabei eigentlich nur gewinnen, ne? Also jetzt haben Sie gerade gesagt, ich bekomme eine Gewinngarantie, aber wenn ich nichts gewinne, bekomme ich das Geld zurück. Das widerspricht sich doch. Ja, das kommt ja zu dem Gewinngarantie, ne? Ja, aber das eine schließt das andere ja aus.
Wenn sie sagen, man kann nicht gewinnen, dann kriegt man das Geld wieder, aber es gibt eine Gewinngarantie, das widerspricht sich doch. Ja, wenn sie gewinnen. Sie werden auf jeden Fall Gewinne bekommen, meine ich ja. Wo geht das denn los bei Ihnen, in welchem Bereich? Wie meinen Sie? Na, wie viel Geld ist da bei Ihnen drin? Weil ich muss irgendwie die... 69 Euro monatlich, müssen ja die, 69 Euro, das ist der Einsatz. Wir haben ja die... Finanziell bei Ihnen. Ja, das ist ja in meiner Position nicht das Problem. Ich ärgere mich nur, weil wir das Geld natürlich für die Wiederaufbereitung der Ostfront dringend bräuchten. Naja. Dann Sie werden ja auch mitspielen in der Woche mit 198 gewinnoptimierten Tipprein beim Deutschen Lotto 6 aus 49. Fünfmal am Spiel 77 und Super 6 jeden Mittwoch und Samstag. Und jeden Freitag mit 25 Zahlenreihen beim Euro-Jackpot, wo Sie auch ganz große Gewinne erzielen können. So viele zusätzlich Sachen. Zusätzlich haben Sie auch die Chance, jeden Tag 1 Million zu gewinnen mit Ihren eigenen 7 Glückszahlen. Million jeden Tag? Das ist ja sagenhaft. Schön, gell? Und mein Freund Rudolf das doch nur miterleben könnte. Okay. Möchten Sie den Glückszahlen durchgeben oder soll ich den Zufallsgenerator laufen lassen? Wenn ich schon die Möglichkeit habe, mein Glück in die eigene Hand zu nehmen, dann muss ich das ja auf jeden Fall tun. Haben Sie was zu schreiben? Ja. Ich wähle die 8. Ich wähle die 14. Ja. Ich wähle die 20. Ja. Ich wähle die 4. Ja. Ich wähle die 18 und die 88. Geht ja nicht, ne? Warum nicht? Sie schon vergeben, anderweitig. Ja, das geht ja bis 49. Ja, kennen sich gar nicht aus mit Lotto. Das geht ja bis 49. Das ist überhaupt nicht meine Welt, muss ich zugeben. Ich bin ja mit anderen Sachen beschäftigt. Sollte Ihnen ja nicht bekannt sein. Mit Reichskanzler. Also dann nehme ich die 42, weil das ist ja der Sinn des Lebens. Okay, dann, ja, gut. Können Sie nochmal wiederholen? Ich hab's jetzt gar nicht notiert. Das war mehr so ein Gedankenspiel. Ja. 8, 14, 20, 4. Nicht ganz so schnell, ich möchte gerne mitschreiben. Ich muss das ja selbst auch kontrollieren können. Und das Speer macht das für mich, wenn er mit der Städteplanung fertig ist. So, nochmal in Stenografie, bitte. 18, 14, 20, 4, 18, 42. Das ist sehr freundlich, ich bedanke mich. Okay, ich schicke die Unterlagen dann zu, gell? Jo, wiederhören. War's das schon? Wir müssen doch... Dreckspack, das Dumme. Ja, ist lange her, dass die mal angerufen haben, aber ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch die Geschichte mit der Kontonummer und hier und da. Die hat das ziemlich eilig, die Alte. Ja, dann schick mal raus deinen Vertrag, du Schlampe. Ja, servus, da ist Schitzler Marianne aus Pfuhl. Ihr habt was gewonnen, steht hier, da wollt ihr mal nachfragen. Genau, das ist diese Geschenkbenachrichtigung und da können Sie auswählen zwischen der Farbe Rot oder Blau. Ja. Und welche Farbe darf es denn sein? Mal unter uns gesprochen, was ist denn besser? Was soll ich nehmen? Ich kann Sie nicht sagen, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann das ja auch nur sehen, wenn ich es anklicke. Ach so, dann nehme ich. Ich nehme Rot. Das Rote, dann schauen wir mal. So, da haben wir einen Reisegutschein im Wert von 3x100 Euro. Ist das geil! Wir wollen in Urlaub fahren nächstes Jahr, das ist ja perfekt. Prima, für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trendtours Touristik. Da können Sie dann selber aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen möchten. Das ist klasse, das sage ich, Dankeschön. Bitte schön, da bekommen Sie dann 300 Euro. Das sage ich noch einer kleinen Pfarrer, der wird sich auch frei für mich. Ja, da kriegen Sie dann 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Den Gutschein bekommen Sie dann schriftlich zugeschickt. Wie war bitte nochmal Ihr Nachname? Hitzler, wie die Hitze. Hitzler. Super. Und Ihr Vorname? Marianne. Sie hören Sie jetzt nicht wie Marianne an? Kennen Sie mich? Wie ist denn Ihr Vorname? Marianne. Und die Straße? Es ist Hauptstraße 97. Die Postleitzahl? Es ist in Pfuhl.
Kennst du das? Nein, leider nicht. Wie ist die Postleitzahl? 89233. Und Ihr Geburtsdatum? 8. Mai? 66? So, jetzt muss ich beim Wohnort noch mal gucken. Sie sagten jetzt gerade Pfuhl. Pfuhl, Neu-Ulm? Ach so. Ist das ein Ortsteil jetzt? Ah ja. Es ist mir eigenständig gewesen. Hätten Sie es uns weggenommen, das Gemeinderecht. Die dreckige Politiker aus Emskirche waren das. Das Pack. Also P-F-U-H-L geschrieben, ja? Ja, und davor Neu-Ulm. Genau, gut. Also in circa 4 Wochen ist der Gutschein bei Ihnen zu Hause. Das ist super. Da stehen dann alle Informationen nochmal ganz genau drin. Ja. Ja. Und ja, und als Sie jetzt angerufen haben, sind Sie ja auch recht flott durchgekommen. Das stimmt. Ohne lange Wartezeit geklappt. Ah, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Herr Boltmeuge, da ist es auf Rädern wieder nicht gekommen. Da ich viermal anrufen müssen, bis einer draufgegangen ist. Und dann haben sie mir erst nach 10 Minuten gesagt, dass der Fahrer krank ist. Und das erfährt man auf Nachfrage. Jetzt fährt mein Enkel los und holt es alles. Das Blöde ist, der ist noch kein 18, da kann man mal Bier nicht mitbringen. Jetzt heiliges Dorf ist Wochenende. Das ist Sauerei, ist das. Das ist natürlich ärgerlich. Ah ja? Da habe ich schon den Pfarrer gefragt. Der sagt, Essen kann er mal bringen, aber nichts trinken. Wegen der Volljährigkeit oder weswegen? Ah nein, weil der sagt, das ist Bes. Was, weil er das Trinken nicht bringen kann? Ja, er sagt, das macht er nicht. Er sagt, Essen kann er mal bringen, aber nichts trinken. Und warum nicht so trinken? Er sagt, das tut man nicht gut. Das weiß ich ja selber, aber was soll ich machen? Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Okay, ich habe da eine abschließende Frage. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Ja, ist da der Katalog vom Getränkemarkt bei? Nee, leider nicht. Den können Sie jetzt brauchen. Ich weiß, wo der ist, aber ich habe keine Telefonnummer. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, welcher Getränkemarkt. Es gibt ja viele verschiedene Märkte. Ist der Getränkemarkt Michels, da hole ich mir immer meinen Kokossaft. Mhm. Ah, der hat auch den besten Schnaps im ganzen Auenland. Gucke an, jeder hat so seins, ja? Das Problem ist, ich kann ihn selber nicht mehr nachlaufen. Ja, dann fragen Sie einfach einen Nachbarn, wenn Sie das selber nicht schaffen. Ah, ich wohne ja allein, es ist schon mal ein Bauernhof gewesen. Ach so. Ah ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Geld hätte, hätte ich mal ein Häusle in der Stadt kaufen. Da wäre ich ein bisschen näher dran. Das ist natürlich vorteilhafter, ja. Aber man kann nicht alles haben, ne? Nee, das stimmt. Dafür habe ich Hühner. Naja, können Sie ja Selbstversorger. Ja, geht ja auch. Aber die Hühner legen ja kein Bier und keinen Schnaps. Nein, das ist das leider nicht. Es ist ja mein Problem. Ja, ich, also wie sagt die Reise? Ich hab nur noch Sekt da, das kann ich ja nicht trinken, das Zeug. Aber ich trinke es gerne, jeder hat so sein. Ey, kommst du, tausch mal, bringst mal ein Fläschchen Bier, dann kriegst du den Sekt, dann bin ich das Zeug los und hab was zu trinken. Kommst rüber, ich bin da, ich sitze auf der Terrasse halt. Prima. Ja, also Reiseunterlagen kommen per Post, da wünsche ich viel Spaß und ein schönes Wochenende. Eben so. Danke. Hau rein. Dieses Pack. Kennen Sie sich für Roboter-Training? Roboter? Ja, das Roboter ist gut. Wir müssen die Luftabwehr stärken. Wie im Luft? Ha, wie bitte? Das ist eine Handelsplattform. Ja, ja, natürlich. Dass Sie handeln können mit Kryptowährungen. Können Sie mal die Musik im Hintergrund ausmachen? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Hören Sie mich nicht? Verstehen Sie mich nicht? Nee, das ist so laut bei Ihnen. Was denn da los? Ist da eine Party bei Ihnen? Nee, das war gestern. Gestern war Party? Ja, heute nicht mehr. Ja, man hört aber, dass Sie noch ziemlich einen sitzen haben. War das eine gute Feier? Ja, klar. Sehr gut. Das freut mich. Spaß gehabt. Ja, das glaube ich Ihnen. Und was kann ich jetzt tun für Sie, also außer Ihnen die Zeit zu nehmen? Ich wollte Ihnen fragen, was wollen Sie mit Ihrem Konto machen? Ja, am liebsten ja Gewinn machen, nicht wahr? Ja, aber Sie haben kein Geld zur Verfügung.
Nee, das stimmt. Die Rente kommt ja auch immer erst zum Monatsanfang. Ist ja der 27. heute. Ja, das Ende des Monats ist morgen. Normalerweise. Na, ist schon. Ja, aber ist Samstag. Ich habe meinen Lohn schon bekommen gestern. Gestern, nicht heute. Ja, ich bin heute noch nicht bei der Bank gewesen. Hör mal, ist ja gerade Mittagszeit, nicht wahr? Verstehe ich. Ja, ja. Okay. Sie haben diese Registrierung vor 16 Tagen gemacht. Ja, da war ja auch schon wieder Monatsmitte. Haben Sie viele Anrufe bekommen? Ja, jede Menge. Und haben Sie einen Termin vereinbaren mit jemand? Eine Ziege? Was bitte? Ein Termin, haben Sie schon vereinbaren? Nee, ich war jetzt 2 Wochen im Krankenhaus. Da habe ich nicht anrufen können. Okay, dann machen wir das Montag. Ja, sollen wir das so machen? Warum war es am Montag dann, ja? Weil Sie sagen, Sie haben kein Geld zur Verfügung und Montag vielleicht haben Sie schon. Ja, meinen Sie? Denke ich schon. Ja, das ist gut, weil es ja ohne funktioniert das ja nicht wahr? Okay. Wenn ich fragen darf, woher kommen Sie? Was ist das für ein Name? Oder ist das nicht Ihr richtiger Name? Was steht denn da bei Ihnen? Sandeep. Ja, Sandeep, das sehe ich quasi. Ich habe indische Vorfahren. Meine Großeltern sind damals nach Deutschland gekommen, vor 2 Generationen. Von wo sind Sie gekommen? Von Indien. Indien? Ja. Ach so. Okay, und wo kommen Sie her? Weil Sie sind ja kein Muttersprachler. Ich bin Italiener. Ah, das ist großartig. Ich bin erst kurz vor Corona sind wir nochmal auf Sizilien gewesen. Echt? Nochmal Urlaub gemacht mit meiner Frau. In Catania. Ich komme aus Sizilien. Ja, in Catania sind wir gewesen. Das ist ja großartig. Ich komme aus Catania. Ah, das ich bin mich. Da geboren. Das ist ja großartig. Da haben Sie eine sehr schöne Heimat. Und Sie sind auch nach Deutschland gekommen? Ja, weil, was soll ich machen? Ja? Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, wo ich klein war. Ja, ja, bei mir war das genauso. Bei mir waren es die Großeltern. Ne? Da waren meine Eltern noch klein. Aber mein Großvater, der wollte sich damals unbedingt der Wehrmacht anschließen. Und dann sind die hier halt rübergezogen, nicht wahr? Und jetzt sitzt der dritte Generation. Mein Sohn hat ja auch schon wieder Kinder. Also eigentlich ist das jetzt ja die 5. Generation. Der Bank aber hier an die Rückhand. Haben die gut gemacht, oder? Ja, ja, natürlich. Ich meine, den Krieg haben wir ja trotzdem verloren, aber das ist ja egal. Ach so. Ja, ja, weil besser in Deutschland wie in Indien, oder? Na, ja, das kommt ganz drauf an. Also in Indien, da ist ja der Vorteil, sag ich mal, wenn man mal eine Feier hat, da kann man einfach eine Ziege schlachten, um die dann zu essen. Wenn man das hier in Deutschland macht, da kommt die Polizei, hören Sie mal. Das ist ja nicht gut. Ganz genau wie bei uns. Schlachten die können auch das machen. Schlachten die Italiener auch Ziegen in Deutschland? Nee, nicht in Deutschland, in Italien. Ach so. Ich dachte eher, da werden Spaghetti-Monster geschlachtet. Aber da kommen die doch her, nicht wahr? Aber hier ist verboten. Ja, ist alles verboten, was Spaß macht, ne? Wir haben einmal versucht, hier zu machen, wo meine Eltern das Dach gebaut haben. Ach so, so eine Einweihungsziege sozusagen. Die wollten das machen. Und das Beste war, unser Nachbarn, der war so Polizist. Ah, nein. Das kann ja nur schief gehen. Wir haben das Party zusammen gemacht, weil er hat keinen Platz gehabt. Ja. In seinem Haus da. Und wir wussten nicht, wie das machen können, ne? Weil wir haben das. Oh nein. Das Schaf da gehabt. Ach, ein Schaf hatten Sie da. Ein Schaf, ja. Wollten wir den Kopf schneiden, weißt du, und unter dem Boden. Graben vor dem Tür, weißt du, ist einer so
sozusagen bei uns. Also ist das eine Tradition in Italien, dass man Schaf vom Haus vergräbt? Das habe ich auch noch nicht gehört. Das Kopf, nur das Kopf. Ach, nur den Kopf. Bringt das Glück oder was soll das bewirken? Ja, bringt das Glück, ja genau. Oder ist das so eine Sexualpraktik in irgendeiner Form? Nein, ist keine Sexualpraktik. Gut, das wäre ein bisschen arg abwertend gewesen. Aber und hat das denn Glück gebracht, da der Kopf von dem Schaf? Ja, klar, schon. Ja, hat das geholfen, dass das so die Telefonverkäufer und die Vertreter weggeblieben sind? Bei uns ist alles gut. Ja, in unserer Familie. Das freut mich sehr. Das liegt bestimmt alles an dem Schafskopf. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren, ja, nur mit einem Ziegenkopf. Ja, versuchen Sie mal. Das Problem ist halt, ich lebe in einer Mietwohnung. Ich glaube, wenn ich unten im Vorhof jetzt ein Loch grabe und da eine Ziege schlachte, ich glaube, dann werde ich selber geschlachtet. Mit deiner Mietwohnung funktioniert das nicht. Ach, dann bekommt das Glück der Wohnbesitzer da. Ach nee, dem wünsche ich ja nur die Pest und den Tod an den Hals, nicht wahr? Sag schon mal, da ist doch immer noch Party bei Ihnen. Da ist ja die ganze Musik im Hintergrund. Ja, ist ein bisschen Musik dahinter. Haben Sie recht. Können Sie mal so ein italienisches Volkslied singen? Was soll ich? So ein italienisches Lied singen für mich? Nee, jetzt kann ich nicht. Jetzt muss ich gehen, wohin weil denn? Die haben Pizza bestellt und muss ich was essen. Sie sind doch ein Italiener, also die können die Pizza doch selber backen. Das muss man die doch nicht bestellen. Haben sie bestellt. Ja, aber sie können die doch selber machen, oder nicht? Ja klar, aber ihr nicht. Haben Sie ein gutes Rezept für mich? Ich wollte das auch gerne probieren. Haben wir keinen Ofen mehr. Können Sie mir ein Pizzarezept geben? Hab ich. Ja, ja. Haben Sie was? Können Sie mal sagen, ich kann aufschreiben. Montag. Jetzt muss ich gehen. Tut mir leid. Ja, wann sollen wir uns denn treffen am Montag? Montag. Wann Montag denn? Montag, ich rufe Sie an. Sollen wir 18 Uhr machen? Wann sind Sie erreichbar? Ist 18 Uhr in Ordnung oder ist da schon Siesta bei Ihnen? Ist in Ordnung. Sollen wir das dann so machen? Alles klar. Wie sagt man auf Wiederhören auf Italienisch? Ci vediamo, martedì. Ja, das kriege ich nicht hin. Da wünsche ich einfach schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen auch. Danke, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ja, den kannst du echt alles erzählen. Er hat ja am Anfang nicht gesagt, mit wem er reden will. Ich dachte einfach mal, das ist Maulwurf, aber okay. Ist ein alter Mann mit einem absolut indischen Namen, der fehlerfrei Deutsch spricht. Okay, kein Problem. Na gut, gibt ja auch wirklich Leute, die wohnen hier. Dritte, vierte Generation und haben das alles richtig gut hingekriegt, aber irgendwie würde ich da schon stutzig werden, aber bei denen musst du ja froh sein, wenn die alle in dieselbe Richtung laufen, wenn Feueralarm ist, diese Idioten. Bis dann, Freunde. Von der Firma Hüsana. Ja. Was ist denn mit dem Herr Breitsamer? Ja, Breitsamer ist hier. Was kann ich tun für Sie? Wir wollten einmal nachfragen, ob man wurde hier angegeben, dass jemand pflegebedürftig sei und wir kümmern uns um die Pflegehilfsmittel. Sind Sie da bereits versorgt? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Die Leitung ist nicht ganz so gut. Wir von der Firma Hüsana kümmern uns um Pflegehilfsmittel. Und hier wurde angegeben, dass jemand pflegebedürftig ist. Wir wollten einmal nachfragen, ob Sie schon versorgt sind. Nee, der Pflegedienst war jetzt schon 3 Tage nicht da. Ah, wir kümmern uns da um die Hygieneartikel. Ja, das wäre nicht verkehrt. Also ich habe jetzt, sag ich mal, noch einen Rest Küchenhandtücher, ne? Aber das Klopapier ist jetzt schon 2 Tage alle, ne? Wann kommen Sie denn raus da? Das bin ich so nicht gewohnt, ne? Wir sind nicht von Ihrem Pflegedienst. Ja, nee, die sind nicht hier, das stimmt, das haben Sie. Also der Herbert, der kommt ja sonst immer, ist er krank? Nein, wir sind nicht von Ihrem Pflegedienst. Wir sind eine andere Firma. Ja, das ist gut. Da kommen Sie mal raus. Ne? Auf die kann man sich ja scheinbar nicht verlassen. Ne? Nein, 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 das bieten wir nicht an. Also ich bräuchte im Prinzip Ofenkäse. Ne, der ist mir ausgegangen. Ja, Herr Breitsamer. Und wenn Sie vom Beck noch ein paar Brötchen... Herr Breitsamer. Ja, bitte. Brauchen Sie erst was zu schreiben. Ich muss auch erst meine Liste holen. Die ist wegen dem Versäumnis dann jetzt schon recht lang geworden, um das nebenbei zu bemerken. Herr Breitsamer, wir sind kein Pflegedienst. Wer sind Sie denn? Wir sind von der Firma Hüsana.
Das Einzige, was wir tun, ist, wir liefern Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken. Also wegen Corona, ja, das nehme ich auch. Immer her damit, ne? Ich habe hier schon Nachbarn, die husten immer ins Treppenhaus, ne? Ja, weiß ja nicht, können ihn anbieten, dass wir ob sie das wussten im Mittelalter, als die Pest ausbrach. Da haben die in Baden-Baden, kennen Sie die Stadt? Nee. Das ist in Süddeutschland, ne? Da waren ja die heißen Quellen von den Römern. Und da haben die dann ja die heilige Schutzgöttin, ne? Hat denen ja quasi in der Vision gesagt, die sollen das heiße Wasser durch die Straßen laufen lassen von den Quellen. Das haben die gemacht und dann hat sich das mit der Pest auch tatsächlich erledigt gehabt dort. Und das könnte man dann hier ja im Prinzip mit dem Desinfektionsmittel machen. Vielleicht spült das den Leuten mal ein bisschen Verstand in die Murmel. Haben Sie da denn genug vorrätig, dass wir hier so eine Massentaufe vornehmen können? Hallo? Warte mal. Schwierig. Was haben Sie denn? Also ich habe ja im Prinzip, die sagen wir mal, auch einiges zum Tauschen, ne? Herr Breitzauer, wir liefern nur Hygieneartikel, die von der Krankenkasse gestellt werden. Das ist unser Job. Na, die haben ja bestimmt nichts dagegen, wenn hier Infektionsherde eingedämmt werden, ne? Herr Breitzauer, möchten Sie einen Antrag? Für das, also damit Sie das selbst ausfüllen können? Einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Kennen Sie das Lied? Herr Breitzauer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ansonsten können Sie gerne Ihren Pflegedienst einmal fragen, ob das möglich wäre, dass Sie. Na, die kommen ja nicht mehr. Weiß ja nicht, ob da inzwischen. Ob ich den Weltuntergang verpasst habe. Wo haben Sie denn meine Telefonnummer her, wenn Sie gar nicht mein Pflegedienst sind? Die haben Sie in eine Anfrage angegeben. Nee, habe ich nicht. Oh doch, am 16.05. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, woher wissen Sie das? Es steht hier geschrieben. Wir rufen ja nicht ohne Grund an. Wer hat das denn geschrieben? Das sind Sie, Kontaktperson Herbert Breitzauer, wenn Sie das sind. Ja, aber wo habe ich das denn eingereicht? In einer Umfrage im Internet. Die da wäre? Großeslos.com. Ja, also kaufen Sie quasi bei dubiosen Datenhändlern für viel Geld Kontaktdaten ein und rufen dann die Leute an. Das ist quasi Ihr Geschäftsmodell. Ja, also ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber... Ja, ist so. Ich verrate Ihnen das jetzt einfach mal nebenbei. Das sind so Seiten, die erzählen den Leuten, ja, hallo, wir sind IKEA, Sie haben 500-Euro-Gutschein gewonnen. Dann geht man auf die Seite, dann heißt es nicht mehr gewonnen, sondern Gewinnmöglichkeit. Dann trägt man seine ganzen Daten da ein, weil man so blöd ist zu glauben, dass das IKEA ist. Und Ihre Firma zahlt dann Schweinegeld dafür, dass Sie an diese Kundendaten kommen, die auf einem ganz dubiosen Weg erbeutet wurden. Nur, dass Sie das auch mal gehört haben. Ob Sie das mit dem Gewissen vereinbaren können. So naja, läuft okay. Das. Ist ja irgendwo auch wieder eine ethische Ansichtssache. Schließlich arbeiten wir ja mit... Also ja, ja, Sie arbeiten ja gerade mit der Zielgruppe, die von diesen ganzen... Weil die verkaufen ja hauptsächlich an kriminelle Callcenter. Ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie das sind, aber wir haben ja, sag ich mal, Sie haben ja auch die Zielgruppe, die auch die Kriminellen haben, die alten Leute. Nur wollen Sie denen helfen und die anderen wollen die abzocken. Aber Ihre Firma, genau, das ist ja auch Ihre Firma kauft aus dem gleichen Datenpool wie organisierte Kriminelle, das ist halt nicht ganz so förderlich für die Reputation, ne? Ja, ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen. Jedoch ist ja der Hintergrund, weshalb wir anrufen, natürlich irgendwo wieder ethisch und moralisch verstimmbar, weshalb ich damit, ich sag mal, ist ein guter Ausklang, aber ja, im Endeffekt haben Sie recht, auf jeden Fall. Ja, nur, dass Sie das mal gehört haben, ne? Weil Sie im Endeffekt werden dadurch die Dateneinkäufe Ihrer Firma ja auch wirklich richtig Kriminelle finanziert, ne? Weil die da ja auch zugreifen. Ja. Dass Sie das mal gehört haben. Ich werde mich jetzt aber wieder auf die Pirs machen müssen. Da ist auf meinem Balkon ist schon wieder eine Eule. Das ist dieselbe, die mich seit 3 Tagen terrorisiert. Ich habe mir jetzt extra Bärenabwehrspray gekauft und ich werde mir das Viech jetzt in die Pfanne schmeißen, dann ist es gleich gewürzt. Alles klar, dann noch viel Erfolg dabei. Ja, vielen Dank, ne? Also, verkauf nicht deine Seele, ne? Es lebe der heilige Maulwurf. Bis dann. Tschüss.
Also ganz eindeutig, ne? Kein Betrüger, legitime Firma und so, aber was ich gerade gesagt habe, ist halt so, die kaufen aus der gleichen Datenquelle wie Elite Premium Service AG, 4D Marketing, mit dabei 24 und wie die ganzen anderen Gewinnspiel- und Strombetrüger und Hardcore-Abzocker und Mafia-Strukturen heißen und haben eben genau wie diese keinerlei Legitimation, diese Anrufe wirklich durchzuführen, weil bei diesen Gewinnspielen kann sich jeder eintragen. Da kann ich meinen Opa eintragen, wenn ich den ärgern will, meinen Chef, weil er mich gekündigt hat, meinen Nachbarn, weil er immer meine Mülltonne mit benutzt oder den Bürgermeister, weil mir seine Entscheidungen nicht passen. Das ist keine legitime Werbeeinverständniserklärung, weil das jeder mit jedem Namen und jeder E-Mail-Adresse einfach machen kann. Na? Guten Tag, sprechen wir Herr Wollensieger. Wer will das denn wissen? Kannst mit Hans Joachim Mordersen sprechen, bitte. Wer will das denn wissen? Ah, David Meyer von der Goldene Welt. Ja, und wie ist Ihr richtiger Name? Ist auch so. Nee, das hört man, dass Sie kein David Meyer sind. Okay, tut mir leid, aber bin ich in Deutschland gewachsen? Ich bin ja fast neu in Deutschland. Sind Sie eine Pflanze oder ein Pilz, wenn Sie hier gewachsen sind? Stehen Sie unter Artenschutz? Ah. Alles klar, ich hab's verstanden, Ihre Einstellung, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch. Sind Sie heute schon gegossen worden? Hallo? Sie können die Aussagen sparen, Herr Hordersieger, okay? Nee, natürlich nicht, damit Lügnern rede ich immer so. Ich wünsche einen angenehmen Tag noch. Ich bin in Deutschland gewachsen. Ich glaube, das lasse ich mir auf T-Shirts drucken. Alter, ich werde nicht mehr. Hallo? Ja? Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja. Ich hätte gerne mal Ihr Familienname. Die Bestellnummer? Nein, Familienname. Ja, mein Name ist Maulwurf, wie das Tier im Garten. Okay. Ja. Wurf, ja. Ja. Und Ihr Vorname? Hans. Mhm. Also mit Siegfried geschrieben, ne? Ja. Ja. Moment. Sie sind ja Herr Maulwurf, ne? Ja, ja, natürlich. Herr Maulwurf. Dann brauche ich bitte einmal Ihre Postleitzahl. Wofür denn? Für die Adresse. Ja, das ist ja logisch, aber was wollen Sie damit machen? Ja, die notieren. Ja, warum denn? Also Sie haben hier einen Treffer gelandet, Sie haben eine Reise gewonnen. Ja. Und die Reise beinhaltet drei Reiseziele, das ist... Drei Lübeck, Ziegen? Drei Reiseziele. Ja, sind das Bergziegen? Lübeck, Hamburg und das Alte Land. Und die Reise ist für zwei Personen im Wert von 398 Euro. Das sind 4 Tage, 3 Übernachtungen mit Frühstück, mit An- und Abreise ist dabei. Oha. Und den Reisetermin, den dürfen Sie sich auch selber aussuchen, ne? Das sind ja, sag ich mal, sehr erfreuliche Neuigkeiten, ne? Ja, Herr Maulwurf, dann brauche ich bitte die Adresse, damit ich Ihnen auch die Post zusenden kann, ne? Ja, das ist, ich wohne ja im Prinzip in der Industriestraße. Ja, Moment, Industriestraße. Hallo? Ja, ich muss schreiben, ne? Industriestraße. Sie müssen weiter? Soll ich nachher nochmal anrufen? Nein, nein. Nein, ich habe gesagt, ich muss schreiben. Ach so. Industriestraße und die Nummer? 31 Friedrich. Die Straße? Ja, sagte ich ja bereits, ne? Ja, 31 F, ne? Ja, ja. So, dann brauche ich bitte einmal die Postleitzahl. Ja, das ist 46354. Ja, in Südlöhn. Bitte? Südlöhn. Südlöhn, mhm. Jawohl. Südlöhn. So, dann brauche ich bitte einmal Ihr Geburtsdatum wegen der Volljährigkeit. Nochmal, was brauchen Sie? Ihr Geburtsdatum bitte wegen der Volljährigkeit. Ja, soll ich Ihnen da einen Nachweis zukommen lassen?
Nee, können Sie mir auch sagen, ja? Ja, ich bin volljährig, ne? Schon ein bisschen länger, ne? Ja, aber Geburtsdatum brauche ich dann schon, ne? Ja, das ist der 4.11.52. Dr. 11.1952. Ja, ja. So, mal gucken, mal die Adresse überprüfen. Das ist alles richtig, ne? Natürlich. Das ist alles korrekt. So, Herr Maulwurf, dürfen wir Sie zukünftig weiterhin über attraktive Börseangebote per Brief, E-Mail und telefonisch informieren? Also mal besonders interessant ist bei mir halt immer die Partnervermittlung, ne? Bitte? Wie bitte? Dürfen wir Sie auch weiterhin zukünftig über attraktive Börseangebote per Brief oder E-Mail informieren? Über böse Angebote? Börse von der NKL Börse. Was ist denn das? Das ist die Norddeutsche Klassenlotterie. Na, ich wohne ja im Prinzip in Westdeutschland, ne? Mhm. Es macht nichts aus, oder? Nee, gar nicht. Ja, dann ist das in Ordnung, ne? Ja. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Ja. Ja, wenn ich die bitte aufnehmen darf? Ja, das dürfen Sie. Ja? Ja, ist in Ordnung. Ich habe das gestattet. Ja, wenn Sie mir dann bitte einmal durchgeben. Ja, der ist so lang. Hallo? Verdammt, jetzt wollte ich hier die E-Mail-Adresse geben. Der ist so lang, dass ich nach vorne kippe, aber. Das war irgendwo zu doof. Hallo? Guten Tag, Sie haben eine Glücksnummer bekommen? Ja, hier ist Hamburg aus Bad Homburg. Ich wollte mich mal erkundigen, wir haben das hier im TV-Magazin, diese Mitteilung gehabt. Das hat mir meine Frau gerade angereicht, was wir da denn, mal salopp gesagt, gewonnen haben. Da kann ich mal nachschauen. Bitte? Sagen Sie mal da kann ich mal nachschauen. Ja, hat das... Sagen Sie die Glücksnummer bitte. Rot. Die Nummer. Ja? Rot. Die Nummer. Sie haben doch eine Geschenknummer bekommen aus der Zeitung, ne? Da steht, ich kann rot oder blau aussuchen. Das Rot oder Blaue, das haben Sie. Ach so, welche Farbe Rot? Ja, bitte. Oder habe ich da jetzt die falsche Nummer angerufen? Nein, Entschuldigung, ich hatte hier am Computer kurz eine andere Anzeige. Eine Anzeige? Sie haben eine Reise gewonnen, eine Städtereise, also einen Reisegutschein von 300 Euro. Oh, das ist ja großartig. Sie dürfen sich denn eine schöne Städtereise aussuchen, eine Busreise? Oh. Und können vom Reisewert pro Person 100 Euro abziehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Oh, vielen Dank. Und wo geht das hin da damit? Das suchen Sie sich auch alleine aus. Auch noch? Das ist ja ein Glückstag heute. Das ist eine schöne Sache. Sie suchen sich etwas Schönes aus und vom Reisewert wird pro Person 100 Euro abgezogen, ne? Ich glaube, ich habe das verstanden. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Danke. Ist eine schöne Sache. Sie bekommen Ihre Unterlagen nach Hause. Wie ist denn Ihr Vorname, bitte? Sven. Und der Nachname? Bad Homburg. Ihr Nachname, bitte? Ja, Bad Homburg. Sie heißen Bad Homburg mit Nachname? Nein. Ja. Das ist auch interessant. Schön. Bad Homburg ist der Nachname? Ja, aus Hamburg komme ich. Also City. Wird Bad Homburg zusammengeschrieben? Nein, nein, nein. Dann kommen die Briefe ja nicht an. Die Postleitzahl bitte? Ja, das ist 20015 Hamburg. Und die Straße? Hopfenstraße. Das ist hier bei der Reeperbahn hier in Hamburg. Ach so. 104. Hopfenstraße 104 in Hamburg. Nee, Bad Homburg selber, City. Bad Homburg.
Und Ihre Telefonnummer? Die Hamburg ist ja der Nachname. Also Sie verwechseln das jetzt. Sagen Sie mir mal Ihre Telefonnummer bitte. Ja, 07 221 76534. So. Kann man da denn auch nach, ich sag jetzt mal, nach Hamburg mitfahren? Das ist die falsche Telefonnummer. Wie ist denn Ihr Name bitte? Hamburg. Vorhin haben Sie Bad Homburg gesagt. Nee, Bad Homburg gibt's ja nicht. Mein Name ist ja Bad Sven Homburg aus Hamburg, Hamburg aus 7. Aber unter Ihrer Telefonnummer habe ich einen ganz anderen Herrn, einen Carsten Herold. Sie haben mir doch jetzt eine falsche Telefonnummer gesagt. Ich weiß es. 765342. Das ist meine Telefonnummer seit 60 Jahren. 07221. So, jetzt sagen Sie, haben mir jetzt den Nachnamen immer wieder anders gesagt. Ist der Name ist Sven und wie weiter? Bad Homburg. Hallo? Sie wollen mich verwirren, ja? Bitte? Sie wollen mich verwirren, ja? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss das Gespräch jetzt beenden. Entschuldigen Sie bitte. Ich komme hier nicht weiter. Ich finde Ihre Dame nicht und gar nicht. Wen finden Sie nicht? Okay, das ist eigentlich das einzig Sinnvolle, was du machen kannst, wenn du Herr Maulwurf am Telefon hast, ist auflegen. Aber so durchgescheppert, wie die in der Birne sind, musst du da halt auch erstmal drauf kommen, auf diese Idee aufzulegen. Das erfordert ja auch so eine gewisse Aneinanderreihung von notwendigen Handlungsabläufen dann, ne? Das kriegen die meisten von denen nicht hin. Die lassen sich dann lieber noch eine halbe Stunde verarschen.